Jerome lag gelangweilt auf seinem Bett. Neben ihm lag ein Wälzer über das Erbe der Urtulamiden im diamantenen Sultanat. Doch er hatte die letzten Tage schon fast jede wache Stunde, wenn er nicht gerade aß, darin gelesen. Langsam konnte und wollte er nicht mehr. Ihm fehlten Gespräche so sehr, dass er seine Wachen in tiefe Diskussionen verstrickte, bis sie irgendwann freiwillig wechselten, wer im Raum und wer außerhalb stand, nur um Ruhe vor Jerome zu haben. Es war traurig, da war dem einen Gefängnis entflohen und steckte nun im nächsten. Rana kam mit dem Abendessen. Sie war sein einziger Lichtblick. Als sie das Essen abstellte, rückte Jerome nah an sie heran und tat so, als würde er das Essen begutachten. Er sah, wie Rana den Antwortbrief von Selene unter eine der Schalen schob. »Danke. Bring das hier bitte zu Rajan und vielen Dank, dass du mich unterstützt«, murmelte er leise und steckte ihr einen weiteren Brief zu. »Ja, natürlich. Warum sollte ich dich auch nicht unterstützen, wenn du wegrennen willst, um irgend so eine Schnepfe zu retten?« »Nun, ich rechne dir das hoch an.« Wütend schmiss Rana ihm fast ihre Haare ins Gesicht, als sie sich ruppig von ihm abwandte und wieder verschwand. Die Pläne liefen gut. In einem Briefaustausch mit seiner Rettergruppe hatte er sie davon überzeugt, ihm zu helfen. Und nicht nur bei der Flucht, sondern auch danach weiter ins Zwelltal zu reisen, wo er Valeria befreien wollte. Morgen war es soweit. Morgen sollte seine Hochzeit stattfinden. Morgen würde er wieder in Freiheit sein. Hakwa war am nächsten Morgen früh wach. Sie drehte sich zu Groben, der noch friedlich neben ihr schlief. Ein sanftmütiges Lächeln huschte über ihre Lippen, während sie ihn beobachtete. Gestern war ihre letzte gemeinsame Nacht gewesen, denn heute würden sie gemeinsam mit Jerome aus Gareth verschwinden. Es stimmte sie für einen Moment traurig. Groben war schon ein Süßer und Hakwa hatte ihre Zeit mit ihm genossen. Ein wenig würde sie ihn sogar vermissen. Plötzlich schlug er die Augen auf und erwiderte verschlafen ihren Blick. Ah, guten Morgen, Hakwa. Willst du mitkommen? Was? Zu mir nach Hause, mit in den Norden. Erschrocken sah er sie an. Ist das dein Ernst? Klar, sicher. Ich kann nicht, Hakwa. Meine Arbeit hier. Und das ist mein Zuhause. Hakwa knirschte mit den Zähnen, aber kontrollierte dann ihren Unmut. Wie du willst, es ist deine Entscheidung. Ich werde dich sicher nicht zwingen. Grobens ängstlicher Blick verriet, dass er sich in diesem Punkt nicht sicher war. Aber dann entspannten sich seine Züge wieder und er rutschte näher an Hakwa heran, um ihr einen Kuss zu geben. Ich werde dich vermissen, Hakwa. Na, das will ich doch hoffen. Ich glaube nicht, dass du so schnell wieder jemand wie mich findest. Lachend packte Hakwa Groben an der Taille und zog ihn auf sich. Nachdem sie das Gasthaus verlassen hatten, brachten sie ihr ganzes Gepäck zu Rajan, so wie es mit Jerome ausgemacht war. Dann ging Hakwa gemeinsam mit Gareth und Rajan zu der Hochzeit. Selene blieb bei Rajan daheim und wartete dort auf ihre Rückkehr. Und nur Jerome wusste, wo sie ihre Pferde abholen konnten. Hakwa hielt den Plan von Jerome immer noch für völlig dämlich und sie hatte sich geschworen, kein Risiko einzugehen. Wenn irgendetwas passierte, das einen von ihnen gefährden sollte, dann würde sie sich sofort Gareth schnappen und mit ihm verschwinden. Jerome war gerade in Gespräche mit irgendwelchen Verwandten verwickelt. Neben ihm stand seine gelangweilt aussehende Verlobte. Hakwa nahm sich von einem Buffet etwas zu essen und ihr Blick fiel auf Groben, der gerade mit einem Tablett an ihr vorbeiwuselte und sie zurückhaltend anlächelte. Sie war noch immer mit seinem Hinterteil beschäftigt, als eine Frau sie von der Seite ansprach. »Entschuldigt mich. Ihr seid Isilda Vertimol, oder?« Hakwa starrte sie kurz an. »Ja, genau, die bin ich.« »Ah, sehr freut. Ich bin Genaya von Rutel. Sehr angenehm, nicht wahr, nun auf dieser Hochzeit sein zu können, obwohl erst vor kurzem der gute Jerome entführt worden war. Das zeigt, dass doch alles ein gutes Ende nimmt.« »Ja, das wohl.« »Habt ihr von dieser Sache eigentlich mehr mitbekommen?« »Nur, dass er sich von irgendwelchen Räubern entführen lassen hat.« »Der arme Junge. Dann hoffen wir mal, dass es ihm jetzt wieder besser geht.« »Ha.« Hakwa wurde diese in weiße Robe gekleidete Frau los, als die Preios-geweihte Galindra zu Rabenbrück das Wort ergriff und sich ein ehrfürchtiges Schweigen über die Menge der Besucher legte. Hakwa hatte gar nicht vor, der Rede dieser Schrapnelle zu lauschen,
Vielmehr suchte sie Gareth auf und ließ die weißgekleidete Frau stehen. Jerome konnte sich nur schwer auf die Rede der Priorin konzentrieren. Immer und immer wieder ging er seinen Plan durch. Neben ihm stand seine noch Verlobte, und zu seiner anderen Seite waren drei Travia-Geweihte damit beschäftigt, die letzten Vorbereitungen für die Hochzeitszeremonie zu treffen. Dann hielt er es nicht mehr aus. Freundlich entschuldigte er sich für einen Moment bei seiner Verlobten und ging Richtung Tür. Sein Blick suchte Gareths grünes Barett. Er machte ihn auf sich aufmerksam und ging dann vor, in den leeren Begrüßungsraum. Kurze Zeit später kam auch Gareth hinterher. Na dann, tu, was auch immer du tun musst. Gareth lief genüsslich einmal um Jerome herum. Also, wenn du willst, kann ich diesen hässlichen Huckel auf deiner Nase entfernen. Oder diesen furchtbaren Pickel in deinem Nacken. Jerome warf ihm einen bösen Blick zu. Aber nur eine Sache. Ich bin ja immerhin keine... Jetzt mach endlich! Er feixte Jerome noch einmal frech an. Und einen Moment später stand Jerome vor einer unnatürlich grinsenden Version von sich selbst. Am besten, du versuchst die Zeit über gar nichts zu sagen. Du fällst nur unangenehm auf. Sobald dieser Punkt erledigt war, begab Jerome sich auf den Weg in die Küche. Er hatte es mit Rana so ausgemacht. Sie hielt, gut versteckt vor anderen Bediensteten, ein paar abgetragene Kleider bereit und den wichtigsten Kram, den er mitnahm, in einem Rucksack. Sobald er umgezogen war, lächelte Rana ihn resigniert an. Ich danke dir nochmal vielmals. Ohne dich wäre das alles gar nicht möglich gewesen. Ja, ja. Jetzt hau schon ab und rette deine komische Trulla. Sie gab ihm einen Abschiedskuss. Wahrscheinlich kommst du eh nicht weit und wirst wieder eingefangen und zurück in dein Zimmer gesperrt. Und selbst wenn. Hauptsache, ich bin dann nicht verheiratet. Über den Hinterausgang war er nun also schon einmal draußen. Er begann an einer möglichst versteckten Stelle über die Mauer zu klettern. So schlecht war er darin gar nicht, doch das Hinaufkommen war um einiges einfacher, als wieder auf der anderen Seite hinabzukommen, wie er feststellen musste. Er stürzte und landete sehr unangenehm auf seinem abgeknickten Fuß. Ein Schmerzensschrei empfuhr ihm. Nachdem sich das Schwarz vor seinen Augen gelegt hatte, blickte er auf und sah eine Dienerin, die gerade die Straße entlang eilte, nun vor Schrecken verharren. »Helfen Sie mir!« Die Frau ging einen großen Bogen um ihn und begann dann schneller zu werden. Für sie musste er ein einfacher Diener sein, der gerade über die Mauer seiner hohen Herren geklettert war. Jerome fluchte. Er rappelte sich auf und begann loszuhumpeln. Er würde das durchziehen. Als Jerome fort war, wartete Gareth noch einen kurzen Moment, bevor er sich räusperte. Ich bin Jerome. Jerome Darion von Schiefertrutz. Aus Gareth. Ja, huldigt mir. Los! Mit erhobenem Haupt und aufgeplusterter Brust stolzierte also der ansehnliche Jerome zurück in den Festsaal und setzte sich neben seiner Verlobten hin. Die junge Frau warf ihm einen bissigen Blick zu, als er wiederkam, der ihn von oben bis unten musterte. Gareth lehnte sich zu ihr vor. Ja, meine Allerwerteste. Ich musste selbst meinem Allerwertesten den Wunsch erfüllen, sich zu entleeren. Ihre Augen wurden größer, als sie Jerome ungläubig anstarrte. Oh ja, meine Allerwerteste. Das hat wirklich ziemlich gestunken, sage ich dir. Ihre Mundwinkel waren ins Unendliche nach unten gezogen, als sie sich wieder der Priorin zuwandte, um Jerome, oder besser gesagt Gareth, zu ignorieren. Gareth grinste in sich hinein. Diese Frau war eine harte Nuss. Aber sicher würde ja ein wenig... Seine Magie juckte ihm regelrecht in den Fingern. Er hob die Hände und... Plötzlich wurde er von der Priorin direkt angesprochen. Und so, Jerome, möge euch der Segen der Götter zuteil kommen. Sein Zauber wurde jäh abgebrochen, als Galindra ihm plötzlich den Arm hinstreckte, an dem ein Ring saß, mit rotem Stein. Gareth lächelte sie dankbar an. Ist der mein Hochzeitsgeschenk? Er griff nach dem Ring und wollte daran ziehen, als Galindra zornig ihre Hand zurückzog und ihn misstrauisch beäugte. Gareth schluckte. Ich muss mich um meine Allerwerteste kümmern. Schnell drehte er sich von der Priorin weg. Hagwa fühlte sich nervös, als Gareth mit Jerome verschwand. Und als Jerome, oder Gareth als Jerome verkleidet, wieder auftauchte, wurde sie noch nervöser. Kritisch beobachtete sie jeden seiner Schritte, als sich alle möglichen Leute erhoben und Gareth und Jeromes Braut von allen möglichen Seiten ansprachen, beglückwünschten und bejubelten. Hagwa ließ Gareth kein einziges Mal aus den Augen.
Und das war auch gut so, denn ansonsten wäre ihr wohl gar nicht aufgefallen, wie diese Frau in weißer Robe zu ihm kam, um ihn zu beglückwünschen. Sie hatte ihre Hand auf Gareths Schulter gelegt und flüsterte ihm etwas zu. Jeromes Blick entgleiste Gareth, während Hagwar sich in Bewegung setzte und auf die beiden zumarschierte. Rechtzeitig genug. Die Frau hatte Gareths Arm gepackt und versuchte, ihn mit sich zu ziehen. Doch da war Hagwar schon ran. Die Frau in weißer Robe blickte sich um, und für einen Moment konnte Hagwar noch das überraschte Entsetzen in ihrem Gesicht erkennen, bevor ihre Faust darin landete. Sie ließ den wie Jerome aussehenden Gareth los und stürzte. Um sie herum wurde es still. Und um diese Überraschung auszunutzen, packte Hagwar sich Gareth, also Jerome, und warf ihn sich über die Schulter, während sie schon ansetzte, nach draußen zu hetzen. Die Wachen des Hauses zu Schiefertrutz setzten ihr nach, während Hagwar hinausrannte und so schnell sie nur konnte zur Mauer setzte. Gareth, du musst gleich selbst klettern. Sie warf vor der Mauer Gareth von ihrer Schulter, der immer noch Jeromes Äußeres hatte, und begann selbst dort hochzuklettern. Neben sich sah sie, dass Gareth es ihr gleich tat. Sie waren hoch genug an der Mauer, um nicht sofort heruntergerissen zu werden, als die Soldaten bei ihnen ankamen. Ungehaltene Rufe nach den Armbrustschützen wurden laut. Aber keiner der Schützen wäre schnell genug schussbereit, bevor Gareth und Hagwar über die Mauer waren. Angekommen auf anderen Seite packte Hagwar wieder Jerome und rannte los, folgte stupide dem Weg, den Rajan ihnen gezeigt hatte, und nahm sich nur einen kurzen Moment, als sie das Villenviertel hinter sich gelassen hatten, um Gareth in einer unbeobachteten Ecke abzuwerfen. Oh, los, mach dich wieder zu Gareth. Jeromes verzerrte Fratze verwandelte sich wieder in Gareths Gesicht, und Hagwar zog ihn auf die Beine. Und weiter jetzt. Ja, schon gut, ich hab's verstanden. Sie rannten weiter, bis sie Rajans Haus erreicht hatten und wurden von Selene hineingelassen. Gut, meinte Hagwar. Dann können wir nun gehen? Jerome ist noch nicht gekommen. Wenn er nicht gleich kommt, dann hat er Pech. Dann müssen wir hier trotzdem weg. Die sind bestimmt schon auf dem Weg hierher. Dieser Plan von Jerome war auch vollkommen bescheuert gewesen. Hagwar war von Anfang an klar gewesen, dass es nicht so funktionieren würde. Sie hatte nur diese einzige Möglichkeit gesehen, dass sie selbst Jerome entführen müsste. Und jetzt hatte dieser kleine Wicht noch nicht einmal seine eigene geplante Flucht geschafft? Jerome kam letztlich humpelnd und erschöpft bei ihnen an. Zu einem Zeitpunkt, wo Hagwar schon jede Menge Angst um ihre Schützlinge Gareth und Selene zu Frust und letztlich zu Ärger umgearbeitet hatte. Sie baute sich vor Jerome auf. Dein Plan war bedeppert. Das ist ein Plan gewesen, verehrte Dame Hagwar. Ein Plan ist ein Grundgedanke, wie etwas funktionieren soll. Natürlich ist dies nie vollkommen auf die geplante Weise möglich. Deshalb brauchen wir auch sein Köpfchen und nicht die Muskeln, um zu improvisieren. Unfähiger Stümper, halt bloß den Maul. Selene und Gareth standen neben den beiden und schauten von einem zum anderen. Anstatt mich so anzuschreien, könnte sich ja jemand einmal um meine Verletzung kümmern. Ich kann ja kaum laufen. Ein vorwurfsvoller Blick traf Selene und er schob sein verletztes Bein ein wenig in ihre Richtung. Es war eine Aufforderung, sich doch endlich seine Verletzung anzusehen. Selene legte ihm einen Verband um, der seinen verstauchten Fuß, der bereits ordentlich angeschwollen war, etwas stabilisierte, sodass sie endlich losmachen konnten. Doch Hagwar wurde nicht ruhiger und schimpfte immer weiter über Jerome, bis sie bei den Pferden angekommen waren. Immerhin hier hatte Rajan mit der Auswahl gute Arbeit geleistet. Auf die Anmerkung hin, dass ein großes Pferd dabei sein solle, hatte er auch ein großes besorgt. Langsam besserte sich ihre Stimmung wieder auf, als sie Gondoron streichelte. Guter Junge, du bist doch ein Junge, oder? Erstaunlicherweise funktionierte das Reiten bei ihnen allen recht gut. Auch diejenigen von ihnen, die noch nie auf einem Pferd gesessen hatten, gewöhnten sich in den nächsten Stunden recht gut daran. Sie ritten durch, bis sich die Dämmerung ankündigte, und unterbrachen ihre Reise in einem kleinen Dorf. Jerome war vollkommen geschafft. An einem Tag seine Hochzeit und noch am selben Tag flüchtete er aus seiner Heimat. Trotzdem gab er sich nicht im Schlaf hin. Er hatte etwas schon viel zu lange nicht mehr tun können. Also zwang er sich wach zu bleiben und saß mehr als eine Stunde vor dem Spiegel, um Valeria abzufangen und mit ihr reden zu können. Und dann endlich traf er sie an. Jerome, da bist du ja. Ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Oder die Räuber haben dich wieder gefangen. Es tut mir leid, Valeria, dass ich mich so lange nicht gemeldet habe.
Die Wiederkehr nach Hause und sein Schäferstündchen mit Rana hatten ihn Valeria für einen Moment tatsächlich vergessen lassen, und er nahm sich das selbst übel. Nach und nach gab Valeria mehr von sich und ihrem derzeitigen Zustand preis. »Ich sehe das Sonnenlicht nicht. Nicht jetzt und niemals sonst. Schon seit 2, 3 Jahren nicht.« »Was meinst du damit? Wo befindest du dich?« Valeria schien gut zu überlegen, was sie sagen sollte. »Ich bin in einer unterirdischen Stadt. Wir wollten hier Bücher bergen.« »Welche Stadt?« »Das möchte ich nicht sagen.« »Und warum nicht?« Valerias Gesicht wurde ernst, ihre Augen traurig. »Weil ich fürchte, dass du dann herkommen willst.« »Was wäre so schlimm daran?« »Jerome, du bist mir sehr wichtig. Du bist der einzige Mensch, den ich noch habe. Und wenn du hierher kommen würdest, dann könntest du nicht mehr gehen, so wie ich. Und das will ich dir nicht antun. Dann rede ich lieber so mit dir.« »Warum kannst du denn nicht gehen?« »Wegen einem Zauber, der hier wirkt.« »Dann erzähl mir mehr davon und wir finden heraus, wie man das aufhebt.« »Du musst noch ein wenig schlafen. Nicht, dass du nach der Reise morgen sofort einschläfst und keine Zeit mehr für mich hast.« »Das wird sicher nicht geschehen«, erwiderte Jerome und verbarg seine Enttäuschung mit einem selbstsicheren Lächeln. »Aber du hast natürlich recht. Ich wünsche dir eine wunderschöne Nacht. Bis morgen.« Er würde sie schon da rausholen, egal was sie wollte oder sagte. Sie reisten am nächsten Tag bis Pulet, ließen am dritten Tag schließlich Werheim hinter sich und begaben sich auf dem Weg in das Finsterkammgebirge. Solange sie konnten, nutzten sie Jeromes Bequemlichkeit, um auf seine Kosten in einer Herberge zu übernachten. Auch wenn Jerome, solange es ging, meist ein Einzelzimmer besetzte und sich auch nur selten ihren abendlichen Tavernensitzungen anschloss. Doch auch wenn sie die Reise bezahlt bekamen, stellte Hakvar bald fest, dass sie dank ihrem neuen Pferd Gondoron trotzdem immer wieder Geld ausgeben musste. Dieses Pferd fraß viel, und wenn es einmal nichts erhielt, knabberte es am Holz der Ställe und Scheunen herum, in denen es untergebracht war. Da sie mit Pferden reisten und Mina darauf keine Lust hatte, legte sie den Weg allein zurück, und Selene sah sie meistens nur kurz am Morgen einmal. Es war ungewohnt, aber allein fühlte sie sich trotzdem nicht. Gareth erklärte ihr ein Spiel, das er unbedingt einmal mit ihr spielen wollte. Doch die Regeln waren so kompliziert und abstrus, dass er tagelang während den langen Ritten ihr mit höchster Begeisterung davon erzählte. Selene fürchtete schon den Tag, an dem er damit fertig wurde und von ihr erwartete, dieses Spiel wirklich zu spielen. »Woher kennst du dieses Spiel überhaupt?« »Das ist ein ganz einfaches Koboldspiel, ein Kinderspiel.« Selene lachte und schüttelte den Kopf. Wahrscheinlich hatte er sich selbst ausgedacht. »Warum behauptest du eigentlich, du wärst ein Kobold?« »Na, das stimmt doch.« »Ist alles in Ordnung?« Gareth nickte nur und schon hatte das Grinsen einen Weg zurück auf seine Lippen gefunden. Ja, mein Hals kratzt nur.« »Nicht, dass du krank wirst«, bemerkte Selene beunruhigt. Aber Gareth winkte nur ab. »Das ist auch nichts Schlimmes. Ich werde oft krank, aber überleben tue ich es trotzdem.« Selene lächelte ihn liebevoll an. »Ich schau nachher mal, ob ich was für dich finde.« Sie übernachteten in einer Taverne und erhielten einen Raum mit 3 Schlaflagern. Da diese aber eh für Hakvar zu kurz waren, richtete sie sich ihres einfach in der Mitte des Raumes ein. Hakvar und Gareth waren mit Selene unten im Schankraum und Mina war hier oben geblieben und hatte sich auf Selenes Bett breit gemacht. Aber sie war nicht allein. Jerome war ebenfalls oben. Er war der Meinung, das Zimmer für sich allein zu haben. Er holte einen Spiegel hervor. Mina ignorierte ihn einfach und lag seelenruhig auf ihrem Platz. »Valeria!« »Hallo, Jerome.« »Es tut mir leid, ich konnte leider keinen neuen Boten auftreiben. Aber ich hoffe, ich bin trotzdem Unterhaltung genug.« »Das ist nicht schlimm. Weißt du, ich hab da was gefunden.« »Ach ja?« »Du hast mir doch erzählt, dass du ein Buch über Hexen schreibst. Also habe ich die Bibliothek die letzten Tage nach Büchern oder Berichten über Hexen durchsucht. Und ich habe auch was gefunden.« Mina ließ sich nichts anmerken. Sie blieb liegen, wie sie war. Und gleichzeitig waren ihre Ohren gespitzt und sie sog jedes Wort auf, das Valeria und Jerome von sich gaben. »Ach so. Na, was ist es denn?« »Es ist ein Reisebericht von einer Hexe. Sie heißt Tinka Bramstetter.« »Ah, sehr schön.
Dann wäre es bitte gut für mich auf, bis ich es mir abhole. Valerias Stimme klang überrascht und vorsichtig. Ich hatte gedacht, dass ich dir mal ein wenig was vorlese. Ah, nun gut, wenn du das tun möchtest, dann tu das. Valeria räusperte sich. Also, es beginnt mit einer Erzählung. Mina blieb wach liegen, ohne sich zu regen. Erst als Selene mit Hagfa und Gareth wiederkam, rutschte sie etwas beiseite und schmiegte sich fest an Selene, um ihr alles mitzuteilen, was sie belauscht hatte, bevor sie einschliefen. Ist das dein Ernst? Raunte Selene ihr leise zu. Mina, beobachte ihn bitte weiter. Mir ist es nicht geheuer. Endlich am Ende des Tages erreichten sie die Stadttore von Lowang, wo sie von der Stadtwache kurz aufgehalten wurden. Guten Abend. Wer seid ihr? Sie stiegen von ihren Pferden ab und Jerome stellte sich wichtigtuend vor die Wache. Ich bin Jerome Darion von Schiefertrutz, aus Gareth. Gut. Einer der beistehenden Wachen trat an den Sprechenden heran und flüsterte ihm etwas zu, bevor Jerome und sein Trupp sich wieder in Bewegung setzten. Sie waren nicht allzu weit gekommen, als plötzlich die Wache ihnen hinterherrief. Halt! Jerome drehte sich um und sah, wie eine ganze Handvoll Wachen auf sie zukamen. Er versteifte sich. Was ist denn das Problem, mein Herr? Ich würde euch gern bitten, uns für einen Moment zu begleiten. Ich halte dies nicht für nötig. Ich bin müde und würde gern schlafen gehen. Ich muss dennoch darauf bestehen, mein Herr. Ihr solltet lieber Diebe und Streuner behelligen, als einen Herrn meines Standes, der nur nach einer warmen Unterkunft sucht. Die Wache zog ihr Schwert und hielt es Jerome fast schon bedrohlich entgegen. Keine Widerrede mehr. Folgt uns. Hagfa trat neben Jerome und plusterte sich auf. Wenn ihr ein Problem mit uns habt, dann hoffentlich ein gutes. Der Wachmann ließ sein Schwert von Jerome zu Hagfa herüberschnellen und bereitete sich darauf vor, jederzeit zuzuschlagen. Doch plötzlich war die Waffe verschwunden und der Wachmann wurde panisch. Was war das? Wo ist meine Waffe? Warst du das? Sein Blick fixierte Jerome und in seinen Augen standen mit Angst vermischte Wut. Ich habe nichts damit zu tun. Ich war das. Ich finde, wir sollten einfach halt mal... Halt die Klappe, Gareth! Zischte Hagfa ihn an. Der Wachmann ging mit bedrohlichem Schritt auf Gareth und Hagfa zu. Dies schob Gareth grob hinter sich und baute sich zwischen ihm und der Wache auf, als plötzlich von der Seite eine Person an sie herantrat. Die Frau schlug die Kapuze ihres weinroten Samtumhangs nach hinten. Entschuldigt mich, mein Herr. Diese Leute gehören zu mir. Das ist schon in Ordnung. Der Wachmann brauchte einen Moment, sich zu beruhigen, aber fing sich einigermaßen gut. Jerome trat neugierig ein wenig näher an ihn und die plötzlich aufgetauchte Raya-Geweihte, um ihrem Gespräch folgen zu können. Das sind eure Begleiter, auf die ihr gewartet habt? Sie lächelte ihn an. Das tut mir sehr leid, dass wir euch Ärger bereitet haben. Ich wäre euch sehr verbunden, wenn wir das einfach alles vergessen könnten. Und was hat es mit diesem Hexenwerk auf sich? Mein Schwert? Eben in diesem Moment, wo er es ansprach, fiel ein paar Schritt von ihm entfernt etwas scheppernd zu Boden. Überrascht drehte er sich um und fand sein Schwert an der Stelle, wo er zuvor gestanden hatte, als es verschwunden war. Schweigend ging er herüber, hob es auf und nickte dann seinen Kameraden zu, zurückzugehen. Selene beobachtete die Geweihte skeptisch. Sie mochte nicht die Art und Weise, wie sie sich hier als ihre Retter aufspielte und auch nicht, wie sie ihnen dieses verführerische Lächeln zuwarf. Sie konnte einer solchen Person gar nicht vertrauen. Es erinnerte sie viel zu sehr an die Falschheit, die auch ihre Meisterin besaß. Vielen Dank, meine Dame. Wie kommen wir zu eurer Hilfe? Jerome verbeugte sich höfisch vor der Frau, die ihn anlächelte. Nun, kennen wir das nicht alle, dass wir nach einer langen Reise in eine Stadt kommen und die Wache irgendetwas zu meckern findet, obwohl wir nur ins Bett wollen? Mein Name ist übrigens Sulva. Der meine ist Jerome Darion von Schiefertrutz. Die sind meine Begleiter. Hagfa Breikreik, Selene Liebmus und... Er setzte kurz zur Vorstellung von Gareth an, doch dann war ihm sein Name zu blöd. Und ich bin sehr erfreut, euch kennenzulernen. Sie lächelte ihn noch breiter an. Nun, ich selbst würde mich nun gern auf den Weg in die Gaststätte der Salamandersteine begeben. Meine Liebsten bereiten dort derzeit ein Fest zu Ehren der Herren Raya. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mich begleitet und ein wenig mehr von eurer Reise erzählt. Aber gewiss doch. Sulva hakte sich bei Jerome ein und die beiden begannen loszulaufen. Selene warf den anderen einen missmutigen Blick zu. Hagfa wirkte unbekümmert, während sie sich in Bewegung setzte. Und Gareths Blick fixierte neugierig die hübsche Geweihte, sodass er ihr willenlos hinterherdackelte. Selene verdrehte die Augen und folgte ihnen.
Ihr hattet von irgendwelchen Leuten geredet, auf die ihr wartet. Hörte sie Jerome Konversationen führen? Ja, wahrscheinlich sind sie verhindert worden. Was sehr traurig ist, denn ich muss dringend losreisen. Das ist ja wirklich nicht schön. Selene seufzte leise vor sich hin. Hakwa ging die Angelegenheit am Arsch vorbei, Gareth starrte der Geweihten die ganze Zeit über auf den Arsch und Jerome kroche währenddessen in den Arsch. Na, das konnte ja nur was werden. Die Taverne war tatsächlich äußerst hübsch gestaltet und sehr reihergefällig anzusehen. Rote Sitzkissen, dünne Schleier und jede Menge Kerzen schmückten den Raum. Sie ließen sich ihren Schlafplatz im Schlafsaal zeigen und rollten ihre Decken aus. Gareth warf seinen Kram achtlos auf seinen Platz und schien es kaum erwarten zu können, zu der Feier nach unten zurückzukehren. Er war voller freudiger Erwartung. Ähnlich verhielt sich auch Hakwa und Jerome war noch immer im Gespräch mit Sulva vertieft. Nur Selene stand da und mit flauem Gefühl im Magen ließ sie sich alle Zeit der Welt, ihr Lager herzurichten. Als sie endlich fertig war und die anderen auf sie warteten, setzte sie sich bedrückt auf ihren Schlafplatz. Selene? Was machst du da? Jetzt komm schon. Selene atmete tief ein. Ich komme nicht mit. Vollkommen verständnislos starrte Gareth sie an. Dann begann er wieder zu grinsen. Soll ich dich tragen? Das ist kein Problem, ich kann einfach... Geht es dir denn nicht gut? Sulva unterbrach Gareth und schob ihn sanft zur Seite, um sich neben Selene zu setzen. Geht doch schon einmal vor, wir sehen uns gleich unten, wies sie die anderen der Truppe freundlich an. Selene spürte, wie sich ihr Innerstes verkrampfte und verhärtete, während Sulva begann, friedlich mit ihr zu reden. Ich will einfach nicht. Solche Feste sind nichts für mich. Aber meine Liebe, schau doch einmal mit uns herunter. Du brauchst keine Angst zu haben, dass du dich unwohl fühlen wirst. Natürlich werde ich mich unwohl fühlen. Ich weiß, wie das endet. Am Ende sitzen alle mit jemandem knutschend in der Ecke. Und ich bin allein. Sulva hatte tatsächlich kein leichtes Spiel an Selene. Und fast schon genoss die junge Hexe es, ihr immer und immer wieder Kontra zu geben. Die Feier war sehr angenehm. Jerome genoss den gesitteten, reihergefälligen Abend, genoss die wohlriechenden Dämpfe, die bequemen Kissen und besonders genoss er den guten Tarf, nachdem er die letzten Tage nur äußerst billigen Wein bekommen hatte. Eine der Geweihten spielte auf der Harfe und eine weitere, tulamidische Reihergeweihte führte ihren führerischen, südländischen Bauchtanz auf. Die Gesellschaft war überaus angenehm und zivilisiert, abgesehen von seinen Begleitern, die Jerome versuchte, soweit es ging, auszublenden. Hakwa schien ihre Lokalität für ein Freudenhaus zu halten und beschmiss die männlichen Geweihten mit obskuren Kommentaren und lüsternen Blicken. Ausnahmsweise einmal war es Gareth, der sich am gesittetsten verhielt. Er hatte auf Sulvas freundlichen Wunsch hin sein Gauklerzeug mit herabgebracht und führte auf Anfrage nun hier und da ein paar jonglierende Kurzauftritte vor und unterhielt auf seine Art und Weise die Geweihten und die anderen Gäste mit seiner freudigen Art. Selene währenddessen hatte ja von Anfang an rumgezickt und auch nun, nachdem sie sich mit Sulva endlich herabbequemt hatte, saß sie schmollend und in sich gekehrt auf ihrem Platz. Jerome konnte überhaupt nicht nachvollziehen, wie man sich auf einer Feier für die liebliche Göttin Raya so hängen lassen konnte. Sulva bemühte sich, bot Selene Tarf an, den sie ablehnte, bot ihr verschiedene Speisen an, die sie nur mit einem feindlichen Blick würdigte und einen Bissen herunterwürgte. Also wandte Jerome sich an Sulva, als sie das nächste Mal bei ihnen vorbeischaute, um sich mit ihr ein wenig zu unterhalten. Nun, Sulva, was hat es mit eurer Begleitung auf sich, die nicht erschienen ist? Ich habe eine wichtige Mission, auf die ich mich die nächsten Tage unbedingt begeben muss. Aber eigentlich sollten mir einige Wachen dafür zur Verfügung gestellt werden. Sie werden sicher bald kommen. Das bezweifle ich. Ich bezweifle allerdings auch, dass sie ihre Pflicht vergessen würden. Sicher wurden sie irgendwo aufgehalten. Ja, das wurden sie sicherlich. Aber mir drängt die Zeit, leider. Wohin genau müsst ihr denn reisen? Nach Tiefhusen. Nun... Ich bin selbst auf meinem Weg in diese Richtung, auch meinerseits auf einer Mission. Wenn ihr dies denn möchtet, könntet ihr euch uns anschließen. Ich bezweifle, dass es einen Ork oder einen Räuber gibt, mit dem Hakwa nicht fertig werden würde. Und ich selbst kann auch mit dem Schwert umgehen. Und solltet ihr euch doch einmal verletzen, wie euren Fuß verknicken, dann kann Selene euch helfen. Sie ist sehr bewandert in Heilpflanzen und Wundenbehandlung. Nun, und was den Herrn Gareth anbetrifft, so ist er witzig. Wenn man sich auf seinen recht albernen Humor einlässt. Sulva lachte ihn freudig an und nahm sanft seine Hand in ihre. Das freut mich sehr, euer Angebot.
und ich würde es sehr gern annehmen. Sehr schön. Ich setze noch meine Begleiter davon in Kenntnis. Der voranschreitende Abend und der sich leerende Wein ließen Hakwa sich besonders gut fühlen. Sie hatte sich inzwischen einen Typen geangelt. So einen, der genauso leicht bekleidet herumlief wie Sulva und der ein sehr nettes Hinterteil hatte. Nun war der junge Mann damit beschäftigt, sie durchzukneten. Sie war froh, dass langsam auch Selene ein wenig aufgetaut war. Hakwa hatte den Geweihten zwischendurch an sie weitergereicht, damit sie auch massiert wurde. Es war einfach wirklich toll und es kostete noch nicht einmal etwas. Hakwa musste sich merken, häufiger so etwas wie hier zu machen. Garrett schien auch gut beschäftigt. Inzwischen tanzte er oberkörperfrei mit einer weiteren, leicht bekleideten Geweihten. Nach ihren dunklen Haaren und dem dunklen Ton zu beurteilen, musste sie irgendwo aus dem Süden stammen. Und sie tanzte auch sehr exotisch. Gerade brachte sie Garrett über sehr körpernahe Anweisungen den Hüftschwung bei. Er hatte seinen Körper gut im Griff. Zumindest sahen seine Versuche recht geschmeidig aus. Hakwa wollte gar nicht wissen, wie sie sich dabei angestellt hätte. Aber Garrett war deutlich anzusehen, dass er Spaß dabei hatte. Und Hakwa fand gut, dass er Yolanda langsam aus dem Kopf bekam. Jerome war schon vor einer Weile verschwunden, aber scheinbar allein. Er war einfach nach draußen gegangen mit seinem kleinen Umhängetäschchen und seitdem hatte keiner von ihnen ihn mehr gesehen. Aber es war immerhin seine Schuld, wenn er diese tolle Feier verpasste. Der Abend ging noch weiter ins Land und Hakwa spürte, wie ihr dieser Tafwein langsam zu Kopf stieg, auf eine interessante Art. Sie hatte, da es nichts kostete, solche Mengen davon getrunken, dass sie es seit langem einmal wieder spürte, aber auf positiv berauschte Weise. Garrett ging es offensichtlich ebenso. Er war mit seiner dunkelhaarigen Geweihten, die aus Almada stammte, in einer Pause an ihren Tisch zurückgekommen und hatte sie allen als Jasmina vorgestellt. Sie schien Garretts aufgeweckte Art zu genießen und schäkerte mit ihm herum. Aber inzwischen war Garrett mit dem Kopf auf ihrem Schoß eingeschlafen. Weder Hakwas lautes Lachen noch irgendwelche Sticheleien oder Jasminas Liebkosung konnten ihn wecken. Als sie schließlich schlafen gingen, schulterte Hakwa ihn und trug ihn hinauf in den Schlafsaal. Selene kam ihr hinterher. Sie merkte, wie müde sie inzwischen geworden war und wollte eigentlich nur noch unter ihre Decke. Jerome war nicht oben. Vorsichtig legte Hakwa Garrett auf sein Schlaflager, schob sein Hemd unter seinen Kopf und deckte ihn zu. Selene betrachtete seine friedlich schlafende Gestalt ein Weilchen und wurde dabei nachdenklich. Während Hakwa sich auszog, saß Selene nur da und grübelte. »Ich glaube nicht, dass es mich freut, mit Sulva zu reisen.« »Warum nicht, Mädel? Die ist doch in Ordnung.« »Ich weiß nicht. Es ist einfach nur so ein Gefühl.« Da war mehr gewesen als nur ein Gefühl. Aber Selene konnte nicht mehr erklären. In den vergangenen Tagen hatte sie zweimal Albträume gehabt. Derartige Träume, wie sie hatte, wenn sie zu viel Zeit im Mondlicht verbrachte. Und diese Träume waren immer verstörend und beängstigend, da sie auf gewisse Art und Weise wahr wurden. Sulva war in einem Traum gewesen. Sie hatte dagestanden, mit ihrem weinroten Umhang, hatte sie zu sich gelockt, hatte sie in etwas hineingelockt. Auch von Hakwa hatte sie geträumt. Regelrecht apathisch hatte sie dagestanden und ihre neue Achse in ihrem Arm geschaukelt, wie ein Neugeborenes. Selenes Blick fiel zurück auf Garrett. Auch von ihm hatte sie geträumt. Er war leichenblass gewesen und eine unerträgliche Kälte war von ihm ausgegangen, welche seine ganze Umgebung in Eis verwandelt hatte. Hakwa? Danke. Hakwa war gerade dabei, sich auf ihren Schlafplatz zu lümmeln. »Wofür?« »Dass du auf uns aufpasst.« Mit einem unsicheren Lächeln wandte Selene sich von ihr ab und begann selbst in ihr Nachtgewand zu schlüpfen.